Moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zum großen Preis von Ungarn mit dem Virus. Grüß dich. Servus, grüß dich und hallo, willkommen in Ungarn. Und da bin ich ungern. Ja, auf den Hungaroring. Ja. So. Und wie ihr seht, so sieht's aus. Ja. Nicht mehr viele Punkte auf Vettel und Hemmelwurst. Wenn einige jetzt enttäuscht sein wegen dem letzten Rennen, ich kann nichts dafür, dass ich das Spiel einfach, nö, will nicht. Steve sagt nee. Error, ja. Ich hätte das Rennen gerne als Zweiter beendet, aber so ist das nun mal. Wenn die Technik nicht mitspielt, hast du halt ein Problem, gell? Ja, ja, war echt schade, ja. So müssen wir mal gucken, ob wir jetzt in Ungarn, da wieder irgendwas machen können. Aber ja, ich glaube, den Stiefel, den habe ich schon abgegeben. Ja, wollen wir noch mal gucken, was das für eine Strecke war? Ich weiß es schon gar nicht mehr so wirklich. Alles klärchen, dann machen wir es mal wieder. Oh, Training, Sonne, ohne bewölkt diesmal sogar. Qualifying wieder bewölkt und Rennen bewölkt, alles klar. Schweigab, hä? Aber es kann wahrscheinlich sein, dass zum Ende des Rennens hin wieder Regentropfen gibt. So ganz leicht, wie beim letzten, ne? Wenn du, mir wäre das egal. Egal, ist 88, ey. Ich habe da keine Probleme mit, wenn es regnet. Ist nur ein bisschen anstrengender. So, dann fahren wir doch mal direkt raus. Ja. Bei dem schönen Wetter kann man doch mal einen Ritt machen mit dem... Ach, das war ja wieder diese Strecke. Oh, ja. Kommt mir bekannt vor. Schmach, schmach. Welche Strecke hat das nicht bei dir ausgelöst? Boah, war der fies. Oh. Links rein, rechts raus. So, was geht bei dir, ey? Was dich betrifft mittlerweile schon. Glaube ich nicht. Ja, also von den Kurven her sehr angenehm die Strecke. Nur ein bisschen viel geflickt hier irgendwie. Ja, also ich habe es noch nicht ganz raus, die Punkte, wann kannst du wieder aufs Gas treten, damit nicht zu früh und wenn, damit er sich nicht gleich dreht. Da musst du eine gewisse km/h-Zahl drauf haben, damit du, falls du durchdrehst, nicht durchdreht. Ja, immer aus der Kurve raus beschleunigen, voll und nicht sofort Vollpin geben. Langsam durchdrücken. Ja, das, die Kurve, die war doch mal nicht schlecht. Ja, hier muss man wieder aufpassen, dass man nicht zu sehr über die Curbs drüber rutscht. Sag mal so, so viele Kurven hat die Strecke nicht, aber die paar, die sie hat, die sind, ja. Aber ich muss sagen, ist eigentlich so gesehen eine angenehme Strecke, oder? Ja. Aber bis auf natürlich auf der letzten Kurve vor Start und Ziel, die Betonwand da wieder an der rechten Seite. Was sich der Virus, glaube ich, letztes Mal kaputt gefahren hat. Oh, diese kleine S-Kurve hier, die hat mich jetzt aber beinahe. Außen kurz abgeschmissen. Oh. Oh, einmal leicht verbremst. Ja. Das geht schnell. Ja. Denkt man sich auch einfache Kurve, nicht schlimm. Dann kommt man so weit nach außen und dann ist wieder vorbei. Zu viel vom Gas gegangen. Manchmal sind die Linien auch ein bisschen irritierend. Jo, Glück gehabt, noch vor dem Van Dorn geblieben. Hier dann wieder raus vor Start und Ziel. Schön aufpassen, dass man nicht an die Mauer kommt. Ja, ja, ja. Boxenstopp. Jawohl, einmal neue
Reifen und neues Benzin holen. Schon wieder ein bisschen zu weit, ne? Muss man doch mehr bremsen hier. Oh, hast du Verwarnung oder was? Nö, nö. Ich komme nur zu weit raus aus der Kurve. Oh, okay. So schnell kriege ich keine Verwarnung, Gott sei Dank. Nur man versucht ja halt immer schön die Ideallinie zu treffen, dass man schön durchkommt, aber... Wollingen, Boxenstopp. Damit wirst du jetzt der bisher schnellste in dieser Session. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ja, man merkt schon, wir sind zu wenig Kurven auf der Strecke. Ach, hier geht's rein, alles klärchen. Oh, Verstappen von mir. Man muss erst mal gucken hier, wo das scheiß Schild ist, wo man abbremsen muss, ey. Sieht man ja kaum. Ja, du musst schnell. Ja. Hopp, hopp. Jetzt endlich. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Jawohl, Jeff, ich versuch's. So, gucken wir doch mal. Gib mir hier. Jetzt fahren sie natürlich wieder alle raus. Oh ja, 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 ja. Obwohl geht, Gott sei Dank noch. Oh, die habe ich aber gut gekriegt jetzt, die Kurve, muss ich sagen. Mein lieber Scholl. Ich bin zufrieden. Aber das muss ich mir noch merken. Oh, ganz ruhig. Oi, 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 oi. Gut gefangen, Virus. Gut gefangen. Meisterleistung. Upsala. Ja, da lieber geradeaus fahren, bevor man dann noch versucht, da irgendwie... Ich komme noch nicht so ganz in den Flow rein gerade irgendwie. So, mit 64 rein. Ich glaube, wir durften mit 80, aber jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt. Mist, egal. Ja, guck, jetzt fahren sie alle. Ich bin froh, ich habe fertig. Mehr brauche ich nicht. Ich zitter am ganzen Körper gerade. Unglaublich, ey. Schnell merken und waschen. Gates, ab Gates, ab Gates. So, darf ich jetzt endlich mal im Menü was machen? Danke. So, Live-Übertragung, Camilo. Oh, das geht noch hier. Viel Verkehr, 11 von 20 Wagen. Naja, ich würde sagen, das ist knapp die Hälfte. Einer mehr. Schön aus der Kurve raus beschleunigen und dann kommt schon wieder die nächste. 20 Minuten haben wir noch für das Training. Aber ich denke mal, so lange brauchen wir nicht mehr.
War ein bisschen weit rausgekommen. Ja, das kenne ich. Die hatte ich vorhin in die Kurve auch. Ob die sich ihre Styling für die nächste Saison auch ändern? Von Red Bull? Den du gerade fährst? Die Designs haben sich doch alle geändert. Ja, auch von denen hier? Ja, auch schon. Okay, habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee, ich auch nicht. Ich habe dann hinterher auf der App geguckt. Boxenstopp. Nee, auf der App hat man die ganzen Autos, habe ich nochmal nachgeguckt. Ich glaube, bis auf ein oder zwei Teams haben alle schon ihr Auto präsentiert. Also. Ja, somit hat er 1,23 rausgeschlagen. Also wieder etwas besser, schneller als ich. Was zum Geier? Fällt einem nichts mehr zu ein. Aber so ist das nun mal. Ja gut, ich musste ein bisschen jetzt mit dem Benzin und so, weniger Benzin und so weiter spielen, dass ich das dann so... Aber langsam kriege ich die Kurven hin, das passt. Man braucht mal erst so ein, zwei Runden, bis man in dem Flow drin ist. Ja. Dafür ist ja das Training da. Nee, aber an dem Toro Rosso hat sich nichts geändert. Der sieht vom Aussehen her immer noch genauso aus. Ich finde, an dem Red Bull hat sich das meiste verändert. Der Sieht aber, dass der Perez ganz schön viel abbremst. Mann. Euer Force India, der sieht genauso aus wie letztes Jahr, immer noch normal pink. So, es kommt auf die Zielgerade. Mal gucken, wo sich der Perez gleich schmeißt. Ach ja, die waren vor mir, genau. Ja, direkt ein Red Bull hinter sich hängen. Los, Perez, gib alles, Mann! Oh, wir dürfen mit 80 reinfahren, alles klärchen. So, wir gucken erstmal. Perez auf 10. Yes, Stappen auf, Gerd. 200stel hat er den, 300stel hat er den erstmal gezippelt, ey. Der Bottas mit 1,25. Wow! Wir haben Zeiten 1,23, 24, 25, 26. Wow! Also nicht schlecht. Wie die Zeiten dann runterrasseln. Junge, ey. So, obwohl ich muss sagen, gar nicht mal so schlecht, aber ich mit M. Naja. Mit M ist, wie nannte sich jetzt dieser Reifenzustand von M? Weiß nicht mehr. M, für was könnte denn M stehen? Ja, Multimedia, ne? Klar. Ja, ich denke mal, ihr wisst, welche Dings das ist. Dann ist der Dings der Bums da. Oh, aber wenn der Virus schlau wäre, würde er einfach mal bei Einstellungen bei Reifen gucken, wie die heizen. Ja. Man könnte sagen, für Medium oder auch für Mittel, ne? Ja, also oder für hart, kann man auch so sagen. Ist ja auch egal. Ja, meine Lieben, dann gucken wir noch mal kurz auf die Zeiten. Hat sich ja auch gut nicht viel getan. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im Qualifying wieder und lassen uns einfach mal überraschen. Bis später. Alles klar, ciao mit V. Hehehehe.